Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Legend of Eisenwald. Ja, wir waren jetzt in der Folge hier bei den Kloster beschäftigt. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Okay, hier passiert nichts. Wir müssen auch mal wieder hier anhalten. So. Wie sehe ich da? Anna, die große Flanschein, gesund und ausgesprochen munter. Sollen wir ein Festmahl im Kreighausen ausrichten? Um unsere Wiedersehen zu feiern, so wie gut in alten Zeiten? Vergeht mir, Hermann, doch unglücklicherweise fehlt mir die Zeit für Schmaus und Spiel. Zwietracht und Unruhen haben meinen Ländereien Einzug gehalten. Wie ihr wünscht, einer der Große. Aber hört mich an, Zwietracht findet ihr heute überall. Man weiß nie, wie lange man noch lebt. Bis zum morgigen Sonnenaufgang oder gar nur bis zum heutigen Sonnenuntergang. Vor dem Tod solltet ihr wenigstens gut gegessen und getrunken haben. Mein Vater hat einen Freund, Clement aus Quellburg. Und Clements Sohn Luisa hat einen so großen Wildschwein erlegt, wie ihr es selbst im Rotwald nicht finden werdet. Das Fleisch ist etwas zäh, doch mit Wein aus Sachsen wird es vorzüglich munden. So wunderbar, ich sollte die Jagd gesehen haben. Die Bäume rasen nur so an uns vorbei. Ah, noch ein Rekrut. Oh. Ach so, Burgunterstützung. Ach, verdammt. Nur 5 Rekruten. Schmiede? Aber nicht so wirklich. Und verkäuflich? Okay. Gucken, ob wir den noch kriegen. Bleib stehen. Ich bin sehr froh, euch gesund und unterzusehen, eine große. Der Handel floriert. Nicht mehr so wie ein Zwietracht durchsieht das Land. Doch Rücke breitet uns große Hoffnung. Genau, so muss es auch sein. Auch nicht rekrutieren. Aber hier haben wir noch was, was wir uns angucken können. Auch nur rekrutieren möglich. Na ja gut, dann gehen wir mal hier hoch in den Norden. Neutral. Bergtor. Wer ihr immer seid, hier endet euer Weg. Mein Befehl lautet, selbst eine Maus den Zugang zu Burg um jeden Preis zu verweigern. Das ist wahrlich ein strenger Befehl. Doch ich bin einer der großen von Lahnsteins und dies Ländereien gehören mir. Zurücktreten, Soldat. Was ein Segen. Es lebt noch jemand von Lahnsteins? Ich bin Stefan von Schleswig und hier auf Befehl von Werner von Sterch, dem Kanzler des Herzogtums. Doch selbst wenn ihr der Sensenmann wäret, werde ich die Tür nicht ohne Befehl des Kanzlers freigeben. Versteht ihr nicht, Stefan von Schleswig? Hinter den Toren liegen vielleicht die leblosen Körper meiner Familie. Ist es nicht mein Recht, mein eigenes Anwesen verflucht, meine eigene Familie zu sehen? Verstehe, meine Dame, doch zügelt eure Zorn. Wer die Burg betritt, verlässt sie nie wieder. Wollt ihr nicht lieber eines natürlichen Todes sterben? Möchtet unbedingt euer Schicksal herausfordern? Was schlagt ihr also vor? Ich bin selbst dabei, die Lage zu untersuchen und habe ein paar Informationen sammeln können. Vielleicht habt ihr damit mehr Erfolg als ich. Wie ihr wisst, war euer nächster Nachbar Greg ein Bruder Leon Lansend. Falls all eure Familienmitglieder tot sein sollten, gehen alle Titel und Ländereien an den ältesten Sohn von Greg über. Das ist Herr Kurt Greg. Was wollt ihr damit sagen? Da es vielleicht ein Motiv gibt, Schäfer haben Greg in der Gegend gesehen, der nachts vor nicht mehr als 3 Tagen. Sie sagen, er habe die Burg nie verlassen, doch erlebt, ist gesund und munter. Seht selbst, vielleicht redet er mit euch. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Ah, ist wieder zurück. Dieser Stefan von Schleswig erinnert mich an jemanden. Aber an wen? Ich kann mich nicht entsinnen, aber ich könnte schwören, ihn unlängst gesehen zu haben.
Beim alten Lothar. Oh, ist das so einiges. Rekrutieren könnten wir rein theoretisch auch. Meine Güte, können wir so vieles machen. Erstmal Gerücht, ein besonderer Wein. Eine große wäre ein Glas. Ganz besonderer Wein aus Erzglanz. Besonderer Wein? Ja, ihr werdet in der ganzen Region bis nach Windfeld keinen besseren finden. Er ist doppelt so gehaltvoll wie unser Raum, dabei nicht schlechter als ein flämischer Wein. Aber besitzt eine Besonderheit. Er ist äußerst stark. Nach einem halben Becher weckt euch selbst ein Erdbeben nicht mehr auf. Es scheint, als hätten sie in Erdland ganz besondere Trauben. Mein Freund Hans besitzt dort eine Taverne und ich habe einige Krüge von ihm gekauft. Ich verwahre für sie besondere Kunden wie euch. Möchtet ihr ihn probieren oder gleich die ganze Zeit eine ganze Flasche kaufen? Es kostet euch nur 10 Gulden. Na komm, kaufen wir mal. Während du ein Bier trinkst und ein kräftiges Mahl genießt, kannst du zuhören, wie die Leute um dich herum stehen. Okay, kennt ihr die Geschichte von der brennenden Elbe? Oh ja, die ist in unserem Land wohl bekannt, ihr müsst sie nicht erzählen. Das behauptet vielleicht ihr. Ich streife oft durch diese Region und habe noch nie vom brennenden Fluss gehört. Nur zu, erzählt. Nun, dann will ich mich räuspern. Besser. Besser. Also es ist gut. Also hört gut zu und lauscht dieser schrecklichen Geschichte. Vor 30 Jahren lebte in Rotwald die junge Genefa, ein Maid von edlen Geblüt und unbeschreiblicher Schönheit. Ihr ältester Bruder hatte einen abscheulichen Mann zur Frau versprochen, den einarmigen Riesen Zmetter. Die Hochzeit sollte der Kathedrale von Johannes dem Täufer stattfinden, der größten und höchsten Kirche des Herzogtums. Sie thronte auf einer Insel mitten in der Elbe und war über eine breite Brücke mit der Stadt Winfield verbunden. Am Vorabend der Zeremonie verließ Genefa alle Hoffnung. Sie erklamm den höchsten Turm der Kathedrale und stürzte sich in den Nichts. Dort im riesigen Zmitter gelang es, sie mit seiner verbliebenen Hand zu fangen, ehe sie in die Tiefe stürzte. Ihre Tat schürte nur seinen Zorn. Er schrie so laut, dass seine Worte für jedermann zu hören waren. Glaub nicht, dass ich diese Hochzeit absagen werde. Ich würde nur aufgeben, wenn die Elbe in Flammen stünde und ihr Feuer gleichsam die Kirche verzerrte. Die ganze Nacht betete Quenta um ein Wunder. In der Dämmerung hörte sie Kirchenglocken und gellende, hektische Schreie. Als sie zum Fenster eilte, sah sie, dass auf dem Wasser der Elbe noch hoch die Flammen loderte und die Kathedrale vom Brand verzerrt wurde. In den Morgenstunden war die Kirche bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Hochzeit wurde abgesagt. Der Herzog ordnete an, nach dem Brandstifter zu verhandeln, aber war die Suche vergebens. Dann kam ein Mann an den Hof, von dem behauptet wurde, er sei ein Zauberer, und wandelte sich an den Magistraten. Man munkelt, der Mann beherrsche die Sprache der Tiere. In jeder verhängnisvollen Nacht soll sein schwarzer Milan über den Fluss geflogen sein und den Schuldigen bei seiner Tat beobachtet haben. Der Zauberer erklärte sich einverstanden, den Namen preisgegeben, wenn er die Strafe selbst verstrecken durfte. Noch ehe der Herzog und seine Lieder zu einer Entscheidung kamen, ob sie diesem Mann Glauben schenken konnten, spürte der Assistent des Richters, ein kluger und ehrlicher Mann, den Brandstifter auf. Bei den Angeklagten handelte es um einen Ritter namens Nikolas, einen alten Feind von Smitter. Er gestand, in jeder Nacht im Turm Wache gestanden und das Gespräch zwischen Genefa und ihrem Verlobten gehört zu haben. Von Rachegedanken getrieben, stahl er Fässer voller Teer aus den Hafen. Er wusste, dass die Kirche nachts nicht bewacht wurde und stellte den Großteil der Fässer rund um die Kathedrale auf. Den Rest kippte er in die Elbe. Das Fortzulegen war danach ein Kinderspiel. Während die Geschichte nach und nach ans Licht kam, wurde der Zauberer immer ärgerlicher. Er sprach kurz mit den Assistenten des Richters und verließ dann den Hof. Nikolas wurde bestraft und nicht hingerichtet. Die Kathedrale von Johannes dem Täufer lag in Trümmern und musste von Grund neu auf errichtet werden. Smitter hielt sein Wort und sagte die Hochzeit ab. Genefa floh mit Linhard in den fernen Süden zum Fuße der Alpen. Man mag kaum glauben, was in dieser Welt alles geschieht. Aber sagt, welche Strafe soll schlimmer sein als der Tod? Ach, diese Geschichte kenne ich gut. Mal gucken, was sie hier so erzählen. Die Glocke von Pressburg. Habt ihr gehört, dass sie eine neue Glocke für das Rathaus von Quellburg gießen? Sie soll 1,5-mal so schwer wie die alte sein. Nun, wenn sie fertig ist, werden sie es schon hören. Ich war in vielen Städten, die Glocken aus Köln, Leipzig und Hessen klingen alle anders. Aber ich habe noch keine so tiefen, schweren Resonanz wie in die Pressburg gehört. Was hat es mit der Glocke auf sich? Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. In Pressburg lebt ein Handwerker namens Fabian mit seiner Frau Idia. Er war der beste Glockengießer im ganzen Land und sie war die schönste Frau von ganz Pressburg. Fabian war in der ganzen Stadt geachtet. Eines Tages klopfte der Bürgermeister an seine Tür. Der Bürgermeister beauftragte Fabian, eine Glocke für das Rathaus zu gießen.
Ihre Öffnung soll mindestens 3 Fuß breit sein und sollte 8 Fuß hoch sein. Natürlich ging Fabian mit großem Enthusiasmus ans Werk. Er verbrach den ganzen Tag in der Gießerei, von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Aber eines Tages kam er später nach Hause und hörte, wie die Stadtwachen untereinander flüsterten, als er näher kam. Sie behaupteten, dass während seiner Abwesenheit ein reicher Gast in sein Haus einkehre. Fabian wusste sofort Bescheid. Die Arbeit war fast abgeschlossen, die Gussform stand bereit, die Metallmaschinen waren ausgewählt. Er musste nur noch die Mischung in die Form gießen, nur in die Form gegossen werden. An diesem Tag kam der Bürgermeister in die Gießerei. Er brachte 2 Pfund Silber, um sie in der Schmelze zu geben. Am nächsten Tag war die Glocke fertig. Doch Fabian und der Bürgermeister fehlt seit diesem Tag jede Spur. Es heißt, der Handwerker habe die Stadt in Schande verlassen. Und wo war der Bürgermeister? Niemand weiß es. Die Frau des Bürgermeisters wurde wahnsinnig und sagte, sie höre Stimme ihres Mannes, wenn die Glocken läuten würden. Sie stieg sogar die Leiter zum Rathausdach hinauf, um sich die Glocke genau anzusehen. Und sie pflegte zu rufen, lasst mich erzählen, wie das Marktring meines Mannes in die Glocke gekommen ist. Der grüne Fleck an der Seite der Glocke ist das Marktring, den sie ihrem Mann am Tag ihrer Hochzeit geschenkt hatte. Die Glocke von Pressburg hat einen sehr tiefen, schweren Klang, als würde sie das Herz zum Schwingen bringen wollen, sagen die Bewohner der Stadt. Oh, klingt, als ob man da ihn eingeschmolzen hat. Erzglanz speziell. Hey Wirt, wo bekomme ich den besten Wein? Wein, der süß und wohlmundig ist und der einen langsam und Saft trunken macht. Ihr wollt eine ganze Menge. Reicht euch der Wein von rein nicht? Nein, ich habe etwas Besseres zu feiern. Vor 2 Tagen starb meine Schwiegermutter und morgen ist der Leichenschmaus. Ich habe bereits gutes Essen bestellt, doch der Wein soll besten sein, den es gibt. Nun, dann geht nach Erzglanz auf der Straße nach Süden. Die erste Feine, die ihr seht, gehört ganz. Er hat den Wein, den ihr sucht. Allerdings, die erste Feine auf der Straße nach Süden? Sprecht morgen früh auf. Lebt wohl. Halt, einen Moment. Ich muss noch sagen, dass der Wein eine Besonderheit besitzt. Ich weiß nicht, was ganz hineintut. Vielleicht ein seltsamer Traub oder sonst was. Etwas, aber trinkt ihn besser nicht. Nicht unverdünnt. Mhm. Barbara Reicke. Habt ihr von Gunter Reicke auf Burg Frosch gehört? Den hiesigen Lieberten? Er schläft mit seiner eigenen Schwester. Wo seht ihr das? Ihr freut euch immer zu gute Märchen zu erfreuen, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Aber das hatten wir doch schon mal. Also, kann man auch trinken, trinkt ihn zu schlafen, das weiter so noch erzählen. Ah ja, das haben wir schon mal. Genau, das hatten wir ja schon mal. Alles klar. Feindlich, aber wir können sie noch nicht angreifen. Oder wollen noch nicht. Sagen wir mal so. Einmal schnell mit denen hier zu reden. Ja, ich bin hier. Nie. Halt. Da. Halt, stopp! Was braucht ihr einer, der Groß von Einstein? Es soll klug, die Ordnung in euren eigenen Land wiederherzustellen. Was stört mich dabei, mein eigenes Land zurückzubringen? Die Ordnung mein eigenes. Gut, ihr habt den Schwur vergessen, den ihr meiner Familie geleitet habt. Ich habe ein paar Fragen an euch und hoffe auf ausführliche Antworten. Ihr seid nicht nur dumm, sondern auch arrogant. Kümmert euch um eure eigenen Ländereien oder denkt immer noch, dass ihr mein Oberherr seid. Stellt keine Fragen, deren Antworten ich nicht hören wollt. Lasst mich in Ruhe. Verdammt, ihr erkennt mich nicht als sein Oberhaupt an? Irgendwas stimmt hier nicht. Er muss etwas im Schilde führen. Ich muss dringend mit Berthold reden. Ja, er möchte Unabhängigkeit. So, erstmal machen wir den Turm. Seht nur, hier kommt Lanz, ein Jüngster. Tötet sie auf der Stelle. Naja, töten, töten. Ihr redet immer von töten, aber töte ich euch jetzt. 44, damit können wir sehr schnell erledigen. Aber da kämpfe ich am besten gegen den. Äh, 22 können wir erledigen. Also haben wir einen weniger schon mal. So, greif den Typen da mal an. Zack. Du greifst den an, damit es nicht viel bringt, und du greifst auch den an. Ah, tötet ihn leider nicht. Schade. Autsch. Oh, jetzt machst du ihn Schaden. Zack. Du kommst als erstes dran, gell? Dann erlegen wir dich als erstes.
Und der Rest flieht, war ja klar. Falkenring. Eine Schande, dass die Toten nicht reden können. Ich frage mich, in wessen Auftrag sie gehandelt haben. Mein Gott. Na denn, aber wir machen hier jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.